willkommen zu meiner Sockenstrickserie. Ich habe selber erst vor ein paar Jahren mit dem Stricken angefangen, habe sonst immer nur gehäkelt und hoffe, dass ich nah genug noch an der Anfangszeit bin, um mich so ein bisschen in euch hineinzuversetzen, wenn ihr auch noch Anfänger seid, was das Sockenstricken betrifft. Und hoffe, dass ihr mir gut folgen könnt in den Videos. Ich habe das in verschiedene Teile aufgeteilt, damit es einfacher ist, die verschiedenen Etappen abzuarbeiten. Ich richte mich während des ganzen Videos an die Regia-Sockentabelle. Das findet ihr, wenn ihr bei Schachenmeier auf der Homepage seid, unter Größentabelle. Und da habe ich meine Größe hier markiert und das arbeite ich während des ganzen Videos ab. Also wer möchte, unter dem Video ist ein Link dazu, kann mit dieser Sockentabelle mitarbeiten. Ich werde mich strikt an diese Angaben halten, von den Maschen her und so weiter. Ja, ich würde sagen, los geht's. Viel Spaß beim Sockenstricken lernen. Wir befassen uns jetzt am Anfang mit dem Bündchen hier unten. Das ist dieser elastische Teil. Da gibt es ganz verschiedene Versionen. Ich habe jetzt hier drei rechts, eine links gemacht. Ihr werdet sehen mit der Zeit, dass es da ganz verschiedene Versionen gibt. Eine rechts, eine links, zwei rechts, zwei links und so weiter. Näheres sage ich gleich jetzt dazu. Das zeige ich euch dann. Und man kann auch die rechten Maschen rechts verschränkt abstricken und so weiter. Also man kann das alles noch irgendwie verfeinern. Und da werdet ihr merken, das ist so eine Wissenschaft für sich. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Eine davon zeige ich euch heute in meinem Video und ihr werdet dann genau erfahren, wie hoch ich das Bündchen gemacht habe und den Schaft natürlich auch. Und ich würde sagen, wir legen jetzt los. Was ihr benötigt, ist Sockenwolle. Ich habe hier 100 Gramm. Das ist von Lana Grossa, die Landlust Sockenwolle. Die ist extrem strapazierfähig und Farbe und so weiter schreibe ich euch noch unten nochmal rein unter das Video. Dann braucht ihr ein Nadelspiel. Ich habe hier, weil das vierfädige Wolle ist, ein 2,5er Nadelspiel. Ihr braucht zwei Maschenmarkierer und natürlich auch am Ende zum Ausmessen von der Fußlänge und so weiter ein Maßband oder ein Lineal und dann kann es eigentlich schon losgehen. Hilfreich ist immer die Größentabelle, könnt ihr bei Google einfach eingeben, Sockentabelle oder Größentabelle für vierfädige Wolle und dann findet ihr eigentlich ganz genaue Angaben zu eurer Größe, zu der Fußlänge, wie viele Maschen ihr braucht und so weiter. Wenn ihr dann in eure Sockentabelle geguckt habt und geschaut habt, wie viele Maschen ihr anschlagen müsst, könnt ihr euch zwei Nadeln aus dem Nadelspiel nehmen. Und wir machen den Anschlag. Dazu braucht ihr erstmal von eurem Faden mindestens so 60-70 cm und den Rest lasst ihr euch so liegen und legt das Ganze auf die Hand. Und ich mache das immer so, dass ich das dann hier oben über den Zeigefinger laufen lasse und dann unter den Daumen lege und einmal über den Daumen und dann greife ich danach. Und wir gehen dann, wie ich in dem Babysockenvideo schon gezeigt habe, so vor, dass wir immer unter diese Schlaufe mit beiden Nadeln, die am Daumen ist, greifen. Also hier drunter, dann drüber über die, die zum Zeigefinger führt und durch. Und da geht ihr einmal hier durch diese Schlaufe, wo ihr reingekommen seid, wieder durch. Dann wird losgelassen. Und dann greife ich mir den Faden mit dem Daumen gleich wieder nach und habe das Ganze wieder, wie es vorher war. Also nochmal drunter, drüber und durch. Und dann zieht ihr euch das immer schön straff. Dadurch, dass wir zwei Nadeln haben, passiert euch das nicht, dass das zu fest wird, weil wir nachher eine rausziehen werden. Und das macht ihr dann 32 Mal auf diese zwei Nadeln und auf die anderen beiden machen wir dann auch 32, weil ich für Größe 40 64 Maschen anschlagen werde. Also nochmal drunter, drüber, durch. Festziehen. Runter, drüber, durch, festziehen.
Die 32, die ich jetzt auf den beiden Nadeln habe, die lasst ihr jetzt einfach so, wie sie sind, dran und lasst das Ganze hängen. Nehmt die anderen beiden Nadeln und macht einfach so weiter, als wäre nichts. Also ignoriert dieses baumelnde Etwas und macht einfach so weiter, als wäre gar nichts gewesen. Also genau dieselbe Handstellung beibehalten und genau so weitermachen. Und nochmal 32 Maschen anschlagen, aber auf diese Nadeln. Am Anfang müsst ihr nur darauf achten, dass ihr möglichst nah genug an diesen anderen beiden dran seid. Und dann macht ihr genau dasselbe, drunter, drüber, durch. Achtet nur darauf, dass ihr hier jetzt bei der ersten schön nah bei den anderen beiden landet, dass wir da keine große Lücke bekommen. Ansonsten genauso wie vorher auch. 32 Maschen, drunter, drüber, durch. Drunter, drüber, durch. Das macht ihr jetzt, bis ihr da auch 32 habt. Sobald ihr dann auf der anderen auch die 32 habt, legt ihr das Ganze so zusammen, nebeneinander, dass diese Knoten zueinander zeigen. Also wir haben außen diese Schlaufen und die Knoten müssen zueinander zeigen. Hier unten ist die Verbindung, die wir gemacht haben, und hier oben ist unser Ende. Und jetzt müsst ihr das so drehen, dass ihr das rechts habt, da wo der Faden endet. Und das kann nach unten, ganz normal. Und diese Knoten müssen zueinander zeigen. Dann macht ihr hier, beginnt ihr hier mit dem Faden. Dazu mache ich einfach den Faden auf den Zeigefinger. Und ich ziehe hier von diesen beiden eine Nadel raus. Haltet schön fest, dass ihr keine Maschen verliert. Bei der ersten ist es wieder so, dass wir möglichst nah sein müssen, ohne große Lücke, aber die kann man am Ende dann auch noch mit dem Restfaden so ein bisschen festnähen, wenn das nicht so schön geworden ist. Dann geht ihr hier wie zum Rechtstricken einfach rein, von der Seite in die Schlaufe und holt den Faden durch und macht eine rechte Masche. Und die kann dann runter. Und das macht ihr mit der nächsten auch. Und mit der nächsten auch. Überall rechte Maschen. Wir machen aber nur bis zur 16., da wir dann die Nadel wechseln müssen. 1, 2, 3. Wenn ihr dann die 16 rechten Maschen hier auf der Nadel habt, könnt ihr die einfach loslassen und nehmt euch die, die wir jetzt übrig hatten die ganze Zeit, und macht hier einfach weiter. Versucht immer nach einer Nadel immer schön straff zu machen, damit ihr keine hässlichen Löcher bekommt. Wieder wie zum Rechtstricken, wie immer, von links in die Schlaufe rein und durchholen. Und strickt dann die restlichen Maschen von der Nadel einfach ab. Es müssten dann auch logischerweise 16 Stück sein. Und wir werden dann auf jeder Nadel am Ende dieser Runde 16 Maschen haben. Die erste Runde ist unheimlich anstrengend für die, die das jetzt zum ersten Mal machen. Aber lasst euch nicht entmutigen. Also wo ich angefangen habe, habe ich das, glaube ich, 20 Mal gemacht. Und habe es auch mindestens 20 Mal in die Ecke geworfen und wieder neu gemacht. Und ich habe es dann trotzdem hinbekommen. So, irgendwann klappt es. Und das ist wirklich nur jetzt die erste Runde. Danach wird das viel einfacher. Und die letzte. Damit haben wir unsere zweite Nadel jetzt auch bestückt mit 16 Maschen und können jetzt weitermachen mit der dritten.
Ihr könnt die Nadel erstmal aus der Hand legen, weil wir jetzt hier wieder wie beim Anfang auch die Nadel rausziehen werden. Und jetzt wieder 16 Maschen rechts stricken. Wenn ihr die 16 gestrickt habt, auch wieder schön mittig machen, dass ihr die nicht verliert, und die letzte Nadel abstricken mit rechten Maschen. Es müssten dann auch noch mal 16 Stück sein. Und die letzten drei. Und damit haben wir die erste Runde auch geschafft, damit auch eigentlich die schwierigste. Und haben alles auf vier Nadeln. Wir machen jetzt das Bündchenmuster. Dazu könnt ihr jetzt selber entscheiden, welches ihr macht. Es gibt unzählige Versionen. Ich werde mich diesmal für 3-1 entscheiden. Das bedeutet, ihr macht drei rechte Maschen und eine linke Masche. Das ist ein sehr breites Bündchenmuster, weil die drei rechten Maschen so einen Balken ergeben. Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch eins rechts, eins links machen oder zwei rechts, zwei links, wie ihr möchtet. Das kann wirklich jeder so machen, wie er mag. Ich werde das Bündchen 3-1 machen, weil ich das sehr schön finde. Genauso könnt ihr auch selber entscheiden, wie lang euer Bündchen sein wird. Bei Sommersocken würde ich das ganz kurz machen, bei Wintersocken ein bisschen länger. So. Wir beginnen die nächste Runde mit dem Bündchenmuster und ihr habt dazu diese erste Nadel jetzt genommen, wo ihr aufgehört habt, macht ihr einfach weiter. Und wir beginnen mit drei rechten Maschen. Wie gesagt, die erste Masche schön straff ziehen jetzt, dass wir die Lücke weg haben. Eine rechte Masche stricken. Die zweite. Und die dritte. Und die vierte macht ihr immer links, dazu hole ich den Faden vor die Nadel und gehe von rechts unten drunter, mache mir das hier dahinter und gehe durch die Schlaufe durch. Ich zeige es gleich nochmal. Wieder drei rechts, eins, zwei, drei. Faden nach vorne holen, vor die Nadel. Dann hier reingehen, dann mache ich mir den dahinter und gehe von links durch die Schlaufe durch. Eins, zwei, drei rechts stricken und wieder eine links. Und das wiederholt sich die ganze Runde. Eins, zwei, drei, eine links. Wie die linken und rechten Maschen und so weiter ganz langsam gehen, habe ich ja auch schon mal in dem Grundlagenvideo gezeigt, ganz langsam. Da könnt ihr auch gerne noch mal reingucken, wenn euch das noch nicht klar ist. Ihr geht jetzt einfach zu der nächsten Nadel und wiederholt das Schema. Also immer drei rechts, eine links, bis ihr die gewünschte Länge von eurem Bündchen erreicht habt. In der nächsten Runde könnt ihr fast schon aufhören zu zählen, weil man das ganz genau sieht, wo diese linke sein wird. Ansonsten zählt immer bis 4. Die nächste Nadel. Und ihr wisst immer, wenn die Runde fertig ist, seid ihr an eurem Restfaden angekommen. Also da fängt die Runde dann wieder neu an, wenn ihr die Runden zählen möchtet.
Wenn ihr die Runde fertig habt, dann wird es einfacher, weil ihr dann sehen könnt, wo unsere linke Masche immer hingehört. Weil jetzt setzen wir ja immer genau das oben drauf, bis unser Bündchen die gewünschte Länge hat. Und zwar seht ihr ganz genau, dass das hier die drei rechten sind und da, wo dieses Knötchen unten drunter ist, das ist immer die linke Masche. Also müsst ihr jetzt eigentlich gar nicht mitzählen, sondern immer da, wo das Knötchen ist, macht ihr eine linke und der Rest sind alles rechte Maschen. Also wieder ganz normal. Rechts, rechts, rechts und links. Ihr könnt es so wie ich 10 cm in der Länge machen oder ungefähr 35 Runden lang. Und ich werde das jetzt auch noch machen und dann zeige ich euch, wie es aussieht. So, und das habe ich schon vorbereitet. Das ist meine erste Socke, weil ich zwei gleichzeitig machen werde. Und hier seht ihr auch das Muster dann. Ich habe genau die Länge gemacht, wie ich möchte, die 10 cm und werde jetzt den Schaft machen. Das bedeutet, wir machen einfach rechte Maschen ab jetzt. Wer möchte, der kann natürlich den Schaft auch genau so weitermachen. Das heißt, dann macht ihr einfach in dem Bündchenmuster weiter. Ich möchte es glatt rechts haben, deswegen mache ich ab jetzt rechte Maschen. Und beim Schaft ist es immer so eine Sache, also ich würde es jetzt dadurch, dass ich das Bündchen sehr lang gemacht habe, nicht mehr so lange machen. Aber das könnt ihr natürlich machen, wie ihr möchtet. Dazu macht ihr einfach nur rechte Maschen, also genauso die Runden wieder durchstricken, ohne das Muster von vorhin. Einfach nur immer rechts stricken. Das war die erste und so weiter. Immer rechte Maschen, bis ihr eure gewünschte Länge habt. So sieht das dann aus. Wir haben jetzt hier die ersten Reihen nur rechts. Und das macht ihr, wenn ihr das so machen möchtet, wie ich das mache, 29 Reihen lang. Nur glatt rechts stricken. Also viel Spaß mit dem Bündchen und dem Schaft und wir sehen uns beim Video für die Fersenwand. Das verlinke ich euch auch alles nochmal hier oben und schreibe euch das nochmal unter das Video als Link. Tschüss!